Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Wildkräutervideo. Ich war jetzt am vergangenen Wochenende wieder im Wald unterwegs und habe mal geschaut, was jetzt so an jungem Wildgrün wächst. Und ich habe 17 wertvolle Wildpflanzen gefunden, die ich euch in diesem Video kurz vorstellen möchte. Wildpflanzen sind die besten heimischen Superfoods. Sie versorgen uns mit vielen Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, sekundären Pflanzenstoffen und Chlorophyll. Noch haben wir ja keine Ausgangssperre, sondern nur eine Ausgangsbeschränkung. Also Spaziergänge sind erlaubt, auch Lebensmittelbeschaffung. Für mich gehören ja Wildpflanzen mit zu den Lebensmitteln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Das ist der Bärlauch, eine der ersten Wildpflanzen im Frühjahr. Der Bärlauch schmeckt knoblauchartig und enthält viel Vitamin C. Kürzlich habe ich ein Video zum Bärlauch hochgeladen, in dem ich den Bärlauch genau beschreibe und vor allem auch erkläre, wie man den Bärlauch vom Maiklöckchen und von der Herbstzeitlosen unterscheiden kann. Diese beiden letztgenannten Pflanzen sehen dem Bärlauch sehr ähnlich, sind allerdings giftig. Wer mehr Informationen zum Bärlauch haben möchte, der kann sich gerne mein Video dazu anschauen. Ich verlinke es oben rechts in den Infokarten. Das ist die Brennnessel. Sie ist in Mitteleuropa heimisch und wächst fast überall. Sie gehört mit zu unseren wertvollsten heimischen Superfoods. Schon Kneipp sagte, die Brennnessel räumt mit faulen Säften im Inneren gründlich auf. Die Brennnessel schmeckt spinatartig, leicht würzig und sehr markant sind ihre Brennnesselhaare, also Vorsicht beim Sammeln. Die Brennnessel hat verschiedene gesundheitliche Wirkungen. Sie soll blutreinigend, blutbildend, stoffwechselfördernd und entgiftend wirken. Das ist der Girsch. Er wurde früher als Nutzpflanze wegen seiner Inhaltsstoffe und wegen seiner Heilwirkung angepflanzt. Das Gesamtblatt vom Girsch verzweigt sich dreiteilig und der Blattstiel ist auch dreikantig. Der Geschmack des Girschs erinnert an eine Mischung aus Möhre und Petersilie. Der Gundermann hat auch verschiedene gesundheitliche Heilwirkungen. Er soll zum Beispiel harntreibend, krampflösend und entsäuerend wirken. Das Hirtentäschel ist eine kleine, unscheinbare Wildpflanze. Sie wächst fast auf der ganzen Welt. Und charakteristisch für das Hirtentäschel sind die Früchte am Stiel. Das sind so dreieckige bis herzförmige Samenschoten. Der Geschmack vor allem dieser weißen Blüten ist kresseartig, angenehm, würzig. Auch das Hirtentäschel hat gesundheitliche Wirkungen. Es soll unter anderem blutreinigend und entzündungshemmend wirken. Das Klettlappkraut ist fast in ganz Europa heimisch. Es hat haarige Blätter mit einer leicht klebrigen Eigenschaft. Das Klettlappkraut hat vierkantige Stängel, die mit schmalen Blättern besetzt sind, die die Quirle vom Stängel abstehen. Den Geschmack des Klettlappkrauts würde ich als mild beschreiben. Aufgrund der haarigen Konsistenz der Blätter ist das Klettlappkraut nicht so gut geeignet, um es pur zu essen, aber sehr gut geeignet zum Beispiel für grüne Smoothies oder auch für grüne Säfte. Die Vogelmiere ist eine Zeigerpflanze für nährstoffreiche und humusreiche Böden. Das ist eine zarte und zierliche Pflanze mit kleinen Blättern, die eiförmig sind und von spitz zulaufen. Die Vogelmiere hat einen frischen Geschmack, erinnert sehr an jungen Mais oder Erbsen. Auch die Vogelmiere hat gesundheitliche Wirkungen. Sie soll blutreinigend, blutstillend und harntreibend wirken. Das ist die Schafgarbe. Sie ist in ganz Europa heimisch. Garbe stammt aus dem Altdeutschen und bedeutet gesund machen. Die Schafgarbe hat zarte, fein gefiederte Blätter. Sie entspringen direkt aus der Wurzel. Und aus dieser Wurzel wächst später der Blütenstiel empor. Die Schafgarbe schmeckt herb und würzig. Auch die Schafgarbe hat gesundheitliche Wirkungen. Sie soll blutreinigend, blutstillend und leicht krampflösend wirken. Das ist das kriechende Fingerkraut. Der Name bezieht sich auf den Stängel und die fünffach gefiederten Blätter. Das Fünffingerkraut hat eher einen milden Geschmack. Es hat jetzt keinen besonderen Eigengeschmack, kann man aber auch pur essen, aber auch für grüne Smoothies oder zum Beispiel Salate verwenden. Auch das
Kriechende Fingerkraut hat gesundheitliche Wirkung. Es soll zum Beispiel schmerzstillend und zusammenziehend wirken. Das ist der Gundermann. Diese Pflanze wird auch Gundelrebe genannt. Und früher war der Gundermann eine Allerweltspflanze. Also sie wurde zu Heilzwecken, zum Würzen und für die Ernährung verwendet. Leider ist dieses alte Wissen fast in Vergessenheit geraten. Der Gundermann hat nierenförmige Blätter mit eingekerbtem Rand. Er wächst kaum als einzelne Pflanze, tritt meistens in größeren Mengen auf. Der Gundermann schmeckt herbwürzig und die Blüten eher süßlich. Das ist der Löwenzahn. Die meisten Menschen kennen diese Wildpflanze. Die Blätter sind länglich gezackt und wachsen in Rosettenform am Boden. Und sehr charakteristisch für den Löwenzahn sind die leuchtend gelben Blüten, die übrigens auch mitgegessen werden können. Der Löwenzahn zeichnet sich durch einen bitteren Geschmack aus. Je älter die Blätter, umso bitterer der Geschmack. Auch der Löwenzahn hat gesundheitliche Wirkungen. Er soll unter anderem entgiftend, wundheilend, handtreibend, blutreinigend und entzündungshemmend wirken. Das ist das Wiesenlabkraut. Das wächst in fast ganz Europa und bevorzugt nährstoffreiche Böden. Die Blätter bestehen aus schmalen Teilblättern, die zu mehreren rund um den vierkantigen Stängel angeordnet sind. Das Wiesenlabkraut ähnelt sehr dem Klettlabkraut. Der Unterschied besteht darin, dass das Wiesenlabkraut weichere Blätter hat und es kann sehr gut pur roh gegessen werden. Das Wiesenlabkraut schmeckt mild und ihm schreibt man eine harntreibende und blutreinigende gesundheitliche Wirkung zu. Das Gänseblümchen gehört mit zu den bekanntesten Pflanzen Europas. Es enthält Gerbstoffe und Bitterstoffe. Es schmeckt aromatisch, leicht nussig. Und auch das Gänseblümchen hat gesundheitliche Wirkungen. Es soll schleimlösend und blutreinigend wirken. Das ist die Taubnessel. Es gibt verschiedene Arten der Taubnessel. Das ist die gefleckte Taubnessel. Sie ähnelt der Brennnessel, hat allerdings keine Nesselhaare. Die Blätter laufen von spitz zu, der Rand ist stark gezähnt und die Stängel sind vierkantig. Die Taubnessel schmeckt feinwürzig, ein bisschen nach Pilz. Auch die Taubnessel hat gesundheitliche Wirkungen. Sie soll schleimlösend, entzündungshemmend und beruhigend wirken. Das ist die Knoblauchsrauke. Das sind noch junge Knoblauchsraukenpflanzen, die wachsen noch viel höher. Der Name bezieht sich auf den Duft der Pflanze. Wenn man die Blätter ein bisschen zwischen den Fingern reibt, dann kann man diesen leicht knoblauchartigen Geruch auch riechen. Die Blätter sind oben herzförmig und kleiner und spitz zulaufend und weiter unten groß und nierenförmig. Die Knoblauchsrauke soll antibakteriell und schleimlösend wirken. Das ist das Märzveilchen, das wird auch wohlriechendes Veilchen genannt. Das ist eine alte Heilpflanze, die wurde schon von Hippokrates für verschiedene gesundheitliche Beschwerden eingesetzt. Die langstieligen Blätter sind rundlich bis nierenförmig. Das Märzveilchen schmeckt mild, die Blüten können auch mitgegessen werden. Dem Märzveilchen schreibt man eine beruhigende, entzündungshemmende und abschwellende gesundheitliche Wirkung zu. Das ist das Schabungskraut. Das steht uns nur für kurze Zeit im Frühjahr zur Verfügung. Es enthält viel Vitamin C und schmeckt frisch säuerlich. Die gestielten Blätter sind herz- bis nierenförmig. Dem Schabungskraut schreibt man zu, dass es die Frühjahrsmüdigkeit vertreiben kann. Beachtet bitte, dass das Schabungskraut nach der Blüte nicht mehr gegessen werden soll, weil es dann ein schwachgiftiges Alkaloid einlagert. Diese wunderschön blühende Pflanze ist das Lungenkraut. Diese Wildpflanze galt früher als wichtige Heilpflanze bei Lungenbeschwerden aller Art. Die Stängel des Lungenkrautes sind leicht behaart und die rauen Blätter bilden oft weiße Flecken aus. Das Lungenkraut schmeckt recht mild, manche sprechen auch von einem gurkenähnlichen Geschmack. Auch das Lungenkraut hat gesundheitliche Wirkungen, wie zum Beispiel blutstillend und schleimlösend. Das war wieder ein Wildkräuter-Video für euch. Seit vielen Jahren sammle ich regelmäßig Wildgrün und habe mich Stück für Stück an viele neue Wildpflanzen herangetastet.
Mittlerweile stehen über 50 Sorten Wildgrün, also Wildpflanzen wie auch Baumblätter, auf meinem Speiseplan und jedes Jahr entdecke ich neues Wildgrün und bin immer wieder begeistert. Die Natur versorgt uns auf so vielfältige Weise mit allem, was wir brauchen. Wenn ihr euch für Wildpflanzen interessiert, dann kann ich euch mein E-Book Gesundgrün essen empfehlen. In diesem E-Book behandle ich alle wichtigen grünen Lebensmittel und erkläre auch, warum Chlorophyll und Bitterstoffe nicht nur für unsere Ernährung, sondern auch für die Entgiftung so wichtig sind. Ein großes Kapitel in diesem E-Book widme ich den Wildpflanzen, wo ich über 60 Wildpflanzen, also Wildkräuter und Baumblätter, vorstelle und noch viele wichtige Infos und Tipps zum Wildkräutersammeln gebe. Ihr findet den Link zu Gesundgrün Essen unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video inspirieren, euch mehr mit den Naturschätzen in eurer Region zu beschäftigen. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust, bei einem Spaziergang durch den Wald oder durch einen Park oder über die Wiese nach essbaren Wildpflanzen zu schauen. Ich wünsche euch dabei gutes Gelingen und ein wachsames Auge. Bitte sammelt nur die Wildpflanzen, die ihr auch einwandfrei identifizieren könnt. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Bleibt gesund und kommt gut durch die sehr herausfordernde Zeit. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis bald.